Hallo und herzlich willkommen, liebe YugiTuber, zu meiner dritten und vorerst letzten The Duelist Genesis Box und diesem tollen Opening. Ja, in der zweiten Box zu Duelist Genesis hatten wir auch wieder eine Menge guter Holopulls. Unter anderem einen sehr überraschenden zweiten Sternstaubdrachen in Ghost Rare oder das hat die OCG-Variante ist Holographic Rare, was mich wirklich sehr überrascht. Also ich kann euch dieses Opening-Video zu meiner zweiten Box sowie auch das Opening-Video zu meinen ersten Boxen nur sehr empfehlen, da wir hier auch viele gute Karten gepult haben. Aber uns leider nichtdestotrotz immer noch sechs Karten fehlen und das wären zum Beispiel noch der Nitro-Krieger, der Montagedrache, der Mehrteil-Golem, die Desynchro, die anmutige Wiederbelebung und Verteidigungsziehen. Ja, gut. Ohne jetzt länger rumzureden, würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal das erste Pack an und drückt mir auch hier ein bisschen die Daumen, liebe YugiTuber, dass wir vielleicht hoffentlich noch die eine oder andere Holo-Karte pullen können, die wir noch nicht haben. Und wie ihr ja wisst, ich werde hier nur noch die Rares und Holos, sofern mir der Name dazu noch einfällt, dann namentlich nennen. Der Nitro-Krieger in Ultimate. Ah, nice. Sehr schön, also dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Ja, also gut, wir hätten jetzt alle Ultras aus Duelist Genesis komplett sozusagen. Somit wird uns jetzt nur noch, ja, die fünf fehlenden Super Rares fehlen. Ach, schon wieder das unheimliche Zaungrauen in Super Rare. Ah, es kann doch nicht sein, in drei Boxen ihn dreimal zu pullen. Ja, hier war auch schon mal nichts dabei mehr. Also wie ihr merkt, ich bin jetzt da auch schneller mit den Karten zeigen. Hier mir wieder Kampfgeist, hatten wir in der zweiten Box gepullt. Aber die haben jetzt auch komplett. Uns fehlen, wie gesagt, nur noch 5 Super Rares. Dann hätten wir auch das erste tolle 5D-Set komplett. Dann auch wieder diese Rare mit den Soldaten, mit den Tantami-Matten. Hatten wir aber auch schon sehr oft gepult jetzt mittlerweile. Ja, wie gesagt, ist natürlich schade. Nochmal Kampfgeist in Rare. Naja, wie gesagt, ich würde mal zumindest noch wenigstens eine Super Rare wünschen, die wir nicht hätten. Dann wieder Schrott, Regen oder Schrottfaust in Rare. Denn wie gesagt, das ist jetzt meine vorerst letzte 5Ds Box zu The Duelist Genesis. Denn es kommen ja auch noch ein paar andere Sets, die ich für euch öffnen möchte. Und ja, da muss ich mich halt dann auch entscheiden. Ja, kaufst du jetzt dir noch zwei weitere Duelist Genesis Boxen oder eben dies oder das Set, was auch schon neu ist oder auch etwas älter, sage ich mal. Ah! Ich fasse es nicht. Also der Sternstadtrache verfolgt mich auf jeden Fall durch die drei Boxen komplett. Denn wir haben ihn jetzt in jeder Box einmal in Ultra gepult und in zwei Boxen auch in Ghost. Also Alter.
Dann das Nitro-Synchron. Super Rare hatten wir auch schon in der ersten Box, also leider auch hier keine Super Rare, die mir jetzt noch fehlt für das Set. Dann wieder diese Psy-Commander-Karten da in Rare. Ja, wie gesagt, ist halt natürlich schade. Gut, über den Sternstaubdrachen freue ich mich immer. Jetzt habe ich ein ganzes Playset in Ultra aus Duelist Genesis. Hebe ich mir natürlich auf jeden Fall für meine Ja, was soll ich sagen? Dritte Box, dritter Sternenstabdrache in Ghost. Nein. Oh mein Gott. Also auf jeden Fall ein großes Dankeschön fürs Daumendrücken, liebe YouTuber. Also, nein, also, ja, wie gesagt, der Sternstadtrache verfolgt mich wirklich. Also, ja. Ja. Und ein Nitro-Krieger in Ultra-Rare. Aber, ja. Ich bin ja sprachlos. Wie gesagt, ich bin wahnsinnig glücklich über diese Karten natürlich. Also ich bin der Letzte, wo er sagt, boah, nee, brauche ich nicht. Denn wie gesagt, ich hatte noch nie vor, auch den GX-Boxen noch keine einzige Holographic oder Ghost Rare gepult. Und ja, wie gesagt, auch auf Koreanisch sind die Ghosts oder Holographics, wie es halt im OCG heißt, sehr, sehr begehrt bei Sammlern. Ich habe, glaube ich, den Psy-Doktor in Rare, den Psy-Befehlshaber. Und ja, das heißt, dass diese Karten auch einen gewissen Wert haben. Also. Weltraumtor in Rare. Und das heißt, dass jeder dieser Sternstaubdrachen in Ghost Rare auf Koreanisch, auch wenn er unlimitiert ist, mindestens 30 Euro wert ist oder mehr. Hier mal die Psy-Schnecke, hatten wir auch in der zweiten Box schon gepult. Aber ja, das ist. Also, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin sowas von geflasht. Denn auch diese Rare hatten wir schon in der ersten Box. Also, auf jeden Fall eine gute Wertanlage, muss ich sagen. Werde ich auf jeden Fall aufheben. In meiner doppelten Holo-Sammlung. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich da sogar dann so eine kleine Spalte nur mit den ganzen Ghosts, die ich bis jetzt habe. Und da wird dann auf jeden Fall fürs Erste momentan, außer ich werde noch andere Ghosts pullen, die ich dann öfters habe, dann zumindest fürs Erste der Sternstaubdrache natürlich das Vorzeige, ja, die Vorzeige-Ghost-Karte sein mit einem kompletten Playset. Also. Ja, den hatten wir auch schon. Ich verstehe es nicht. Mir kommt es irgendwie so vor bei den Duelist Genesis Boxen, dass diese drei Karten und der Sternstadtrache irgendwie immer gleich ist. Ich verstehe es nicht.
Nur bei der anderen Ultra und bei den Ultimates hat man mal was anderes, aber sonst. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist das wieder so ein typischer koreanischer Produktionsfehler bei den Packs mit der Holo-Verteilung? Oder einfach nur purer Zufall, aber Leute, sind wir mal ehrlich. Ich habe mir drei Boxen geholt und in jeder einzelnen war zweimal der Sternstadtdrache. Einmal pro Box in Ultra und dann einmal pro Box in Ghost. Also, boah. Ich bin echt fertig, muss ich sagen. Damit sowas rechnet eigentlich niemand. Also, es ist zu heftig, muss ich sagen. Hätte ich jetzt diese drei Boxen auf einmal geöffnet, ich glaube, das wäre das beste Yu-Gi-Oh! Video in YouTube. Also, ich denke, nicht mal der Simply Unlucky hat so viel Glück, in drei Boxen von Duelist Genesis dreimal den Sternstadtrauch in den Ghost zu pullen. Also, oh! Der Psycho-Erzunterweltler in Ultra. Okay. Okay. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt noch eine Ultimate. Aber wie gesagt, ihr seht es ja selbst bei den koreanischen Yu-Gi-Oh! Box-Sets. Kann man sich eigentlich nie sicher sein, was man hier so pullen kann. Oder manchmal bekommt man wirklich nur lauten Schrott. Oder eben in jeder Box Karten, da könnte man am liebsten den ganzen Tag nur noch vor Freude rumspringen und schreien. Weil es einfach so unglaublich ist. Also wie gesagt, ich bin echt sowas von geflasht. Aber wie gesagt, ich bin da echt am Überlegen, ob ich für meine bisherigen Ghost Rare Karten nicht einen eigenen. Ja, nicht schon wieder der Stachelschraubenigel. Schade. Wirklich schade. Das heißt, wir haben jetzt nur eine von noch sechs fehlenden Holos gepult, und zwar den Nitro-Krieger, einmal in Ultimate und einmal in Ultra. Das heißt, die Ultimate-Variante kommt in meine Set-Sammlung und die Ultra-Variante zu meiner doppelten Holo-Sammlung. Aber wie gesagt, also ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Auch wenn man hier dieses Pack so ansieht von den einzelnen Karten, man bekommt den Psy-Erzunterweltler. Man bekommt den Nitro-Krieger zweimal. Man bekommt den Sternstadtdrachen zweimal. Auch von den, ich sag mal so, von den Holos, wenn es jetzt die erste Box wäre, würde ich auch nichts dagegen sagen. Ganz ehrlich. Wäre ich absolut der Letzte. Denn hauptsächlich hat man es eh, würde ich mal sagen, auf den Sternstadtdrachen in diesem Set abgesehen. Immer ist er das titelgebende Monster. Und dann bekommt man ihn zweimal, einmal in Ultra und einmal in Ghost. Ich würde nicht sagen, wenn ich ihn auch mal noch in Ultimate pullen würde, weil den gibt es ja auch in Ultimate noch, aber dreimal Ghost. Ah. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Außer diese drei Boxen waren echt ein paar der besten Boxen ever, die ich jemals bis jetzt als Yu-Gi-Tuber und auch als Yu-Gi-Oh! Kartenfan gehabt habe. Wahnsinn. Muss ich ehrlich sagen, also
Auf jeden Fall habe ich für die drei Boxen das Geld alleine mit dem Sternstadtdrachen in Ghost jeweils komplett reinbekommen. Und ja, was ist denn hier los? Noch ein Nitro-Krieger. Also diese Box ist auch komplett verrückt, liebe YugiTube. Also in der letzten Box, also in der zweiten hatten wir nur drei Supers. Hier haben wir wieder vier Supers, dann drei Ultras, zwei Ultimates und eine Ghost. Also, wie gesagt, also ich bin mir bei dieser Box echt nicht sicher, ob hier wieder ein kleiner Produktionsfehler war, also so Factory Error, würde ich mal sagen, was die Holo-Verteilung pro Box betrifft. Also, es ist heftig, Mann. Heftig. Also ich muss ehrlich sagen, hätte ich jetzt statt den Nitro-Krieger nochmal zu pullen in Ultra und als Ultimate vielleicht nochmal den Rotdrachen Erzunterwäldler gepult und so oder Gojo-Wächter, dann würde ich sagen, wäre das bis jetzt meine beste 5Ds-Box oder allgemein eine meiner besten Box-Openings bis jetzt. Also boah. Ja, gut, jedenfalls, da sind wir auch am Ende dieses echt heftigen Openings angenommen, liebe YugiTuber, und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht doch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh!-Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.